Weißt du, was sie hier will? Graf und Krüger waren letzte Nacht auf Patrouille und sind nicht zurückgekommen. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Oder das, was von einem noch übrig war. Französisches Wasser. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt... Halt! Kein Zutritt! Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Ich musste nach oben hetzen und meine Tasche. Aber sicher, hier sind Sie. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Ich heiße Schneider. Na gut, gehen Sie zurück in diese Richtung. Sie sollten umgehend diese Berichte lesen. Würden Sie jetzt bitte gehen? Gerade rechtzeitig für die Gespräche. Sie muss neu hier sein. Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Anstellt. Ich werde ihn besser machen. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch eines meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Sind Sie bereit für den Austausch? Nein, Sie sind früh dran. Und ich muss zu einer Besprechung. Ich transportiere die Sprengsätze in einer Tasche, wie Sie sie haben. Wir führen den Austausch im Planungszentrum durch. Gehen Sie voraus. Nein, ich werde beobachtet. Nutzen Sie Ihre Tarnung, um in Heinrichs Büro im zweiten Stock zu kommen. Von da gelangen Sie an den Kontrollpunkten vorbei in den Nordflügel. Man darf uns nicht zusammen sehen. Wir treffen uns im Planungszentrum. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen.
Fräulein Schneider. So viel Schönheit ist durchaus eine willkommene Abwechslung für meine Augen. Oh, wie nett. Wenn Sie soweit wären, würde ich Ihnen dann Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir schon noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht, Fräulein Schneider. Selten darf ich so reizenden Besuch hier bei mir empfangen. Lassen Sie uns doch noch ein paar freundliche Worte wechseln. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Sehr schön. Also, Herr Gruber hat Sie geschickt, um meine Abreise zu arrangieren. Ich fühle mich geschmeichelt. Ja, Herr Gruber will, dass Sie nach Berlin zurückkehren. Ach ja, Fräulein Schneider. Und ich dachte, dass Herr Spiegel Sie geschickt hätte. Naja, konstant ist nur die Veränderung. Uns bleibt nur, uns anzupassen. Sie sehen so ernst aus. Trinken wir. Auf meine Rückkehr ins Vaterland. Die Franzosen verdienen einander. Aber mein Gott, wie werde ich diese Küche vermissen. Wie der Ortolan. Dieser delikate Singvogel. Die Augen rausgerupft, frisst er unentwegt. Dann ertränkt man ihn in Armagnac. Göttlich. Ich weiß nicht, was ich mehr genieße. Den Geschmack des zarten Fleisches. Oder den Anblick, wie er qualvoll ertrinkt. Aber bei einer Sache bin ich mir ganz sicher. Zu sehen, wie ihr Sohn zappelte, als er unter meinem Stiefel ertrank, war die größte Freude überhaupt. Das ist für meine Kameraden. Das ist für meinen Sohn. Für mich! Vive la Résistance! Herr Heinrich? Avez-vous vu s'il portait des armes? Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Gehen Sie. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor.
nicht gehen wollen, kommen Sie zur Befragung mit. Avez-vous vu s'il portait des armes? Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Gehen Sie. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Was soll die Aufregung? Dieser Bereich muss besser gesichert werden. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ja. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! Sie enttäuschen mich nie. Wir sind aufgeflogen. Hier sind jetzt alle alarmiert. Sie haben unseren Kontaktmann. Hat der Austausch geklappt? Ja, ich habe die Sprengsätze. Dann haben wir eine Mission. Wir treffen uns im Hof, sobald die Sprengsätze platziert sind. Ich muss leise sein. Nur noch eine. Jemand?
Danke, ich bin hier, falls es Probleme gibt. Zu ungeschützt. Ist da jemand? Oh. Vor Betreten des Gebäudes werden alle Papiere überprüft. Jawohl, ich informiere umgehend die Sicherheit. Ich schicke in Kürze ein Verhörteam, das sich um ihn kümmern wird. Zu riskant. Platzieren Sie jetzt die letzte Ladung am Südtor! Liegt es bei Ihnen und Ihrem Team, Daniels? Irgendwas stimmt nicht. Wir sollten gehen. Zeigt es Ihnen! Na los! Das können Sie die Garnison nicht halten. Beeilung! Die Deutschen werden nicht kampflos untergehen! Drauf!
Granate! Ich brauche mehr Munition, Sir! Ich kann die Hilfe gebrauchen! Eine Granate! Nach eigenem Ermessen! Sergeant, ich brauche Ihre Position! Wir brauchen Ihre